Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, es geht wieder weiter nach gut 2 Wochen Pause. Die Entwickler haben es echt geschafft, die Fehler zu beheben, wie scheint. Also zwischendurch haben wir noch unsere Lags und alles drum und dran. Aber es sind nicht mehr diese typischen Fehler, die ich bis jetzt hatte, dass auf einmal gar keine Flugzeuge mehr gekommen sind. Oder ich wirklich eine Minute mal Pause hatte. Also jetzt hat aktuell scheint es echt gut zu laufen. Und ich würde sagen, das nutzen wir gleich aus. Wir haben ja hier schon Durchgang gemacht und alles. Wie schaut es mit den Zonen aus? Die sind hier noch nicht dementsprechend vergeben. Wir reißen die Wände ab, dann können wir nicht hier die Plattform schon mal bauen. Und vielleicht auch hier hinten schon welche bauen. Dann können wir nicht den Durchsatz um einiges erhöhen. Das fände ich mega cool. Wie schaut's denn hier aus? Bin mir überlegen, ob wir die Gepäckabgabe nicht hier so reinsetzen, dass wir hier und hier einen haben. Das wäre, glaube ich, gar nicht doof. Dann können wir gerade eine Straße durchsetzen. Dann können die Fahrzeuge nämlich von hier vom Tunnel einfach hier rüber düsen. Hier Zeug machen und wieder zurückfahren. Also mittlerweile wissen wir ja eh, dass sie auch hier rumfahren. Also das ist ja eh nicht zum Glück das große Problem. Aber das wird noch sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Vorher müssen wir hier mal dann die Packs auch einbauen, ne? Ich glaube, die haben wir noch nicht angeschlossen. Nein, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Das machen wir jetzt relativ easy, würde ich sagen. Wir nehmen hier einen Sortierer. Und der führt dann... Speichert. Ich kann einfach den hier löschen. Oh, jetzt hält es alles geradeaus. Super. Ach, das kommt jetzt von oben, ne? Warte. Können wir nicht einfach... Ich bin noch ein Idiot. Ah, wir hätten es einfach hier anschauen. Und dann... Problem gelöst. Jetzt liegen halt die Bänder hier ein bisschen auf dem Lockeren. Aber das können wir auch wieder easy lösen, indem wir es so machen. Dann wird es schon hoffentlich laufen. Die müssen auch noch dann alle definiert werden. Dann haben wir schon mal einige rumlaufen. Das Geld scheint auch gut zu kommen. Schaut alles sehr, sehr schön aus. Jetzt müssen wir die Sicherheitszone anpassen. Zone. Die Zone vergrößern. So. Jetzt haben wir hier schon mal die Zone. Dann muss natürlich für die Leute, die hier lang wollen, dementsprechend ein Band eingebaut werden.
ist denn hier die Mitte von? Scheint so die Mitte zu sein. Was ist... Da steht eins über so. Dann endet das hier. Dann machen wir das selber nochmal in die Gegenrichtung. Perfekt. Dann könnt ihr entweder zu Fuß lang gehen oder sie nehmen das Rollsystem. Dann nehmen wir hier den Teppich. Setzen hier überall Teppich dran. Und designen in kürzester Zeit das neue Gebiet. So, zack. Das erhöht schon mal den Durchsatz. Es schaut auf jeden Fall schmuschig aus. Das Gebiet. Dann müssen wir jetzt hier nur noch beim Planer sagen. Geplante Objekte ausführen. Ah, falsches Stockwerk, das ist das Problem. Die zwei sollen sie bitte durchführen. Dann sollten wir so allmählich das alles schaffen. Dann wird unser Durchsatz auch endlich mal erhöht noch. Es müssen halt nur noch dementsprechend die Bauarbeiter daherkommen. Aber Hauptsache, wir kommen hier positiv am Ende raus. Würde ich mal sagen, so. Den schalten wir gleich mal aus. Parkposition verbessern. Fluggastbrücke bauen und in Asphalt umwandeln. Ah, ne. In Beton. So, okay. Dann müssen wir hier auch noch eine Fluggastbrücke bauen. Gut. Dann schaut das doch schon mal ganz brauchbar aus. Dann kopieren wir uns aber das System hier. Wo ist denn hier der Kopiermodus? Genauso hätte ich es gerne. Oder wo steht denn das? Dass wir auch ja alles richtig machen. Wir haben einen Mayday. Große oder kleine Maschine? Wir hatten hier gerade einen freien Spot. Gut. Die sind noch mit keinem Boarding-Schalter.
Sicherheitskontrollen mit Gepäckverladestation und Gepäckausgabe verbunden. Okay, warte mal. Gepäckverladestation. Boarding-Schalter und Sicherheitskontrolle, das kommt wahrscheinlich dann alles noch. Aber wir können schon mal wenigstens das Gepäckband hier verbinden. Na, wo ist die Feuerwehr jetzt gerade? Ah, die macht sich gerade ready. Deswegen haben wir hier vorne jetzt die Straße. Dann kann die nicht hier direkt warten und ist um einiges flotter auch unterwegs. Und wartet dann hier im Parkplatz. Dann schauen sie sich die an. Und dann geht die Feuerwehr wieder nach Hause. So wollen wir das. Wie schaut's hier mit noch einer? Ist noch ein verspäteten. Flug annullieren, ja. Lecco mio. Muss innerhalb von 30 Minuten. Die sind schon da. Verspätet. Sind das schon 30 Minuten? Geht das? Scheint so. Jetzt lassen wir die mal das fertig machen. So, die sind im Grunde ready für alles. Dann hätte ich dann noch gerne Sitzplätze. Und wir machen erstmal noch. Ich will die Seite jetzt ein bisschen ordentlicher designen. Also auch direkt mal hier ein bisschen schickes Design anbringen. Das muss alles so untersetzt werden. Teppich. Weil ich dementsprechend nochmal gucken will, ich würde hier gerne Fenster reinbauen. Jetzt bin ich aber überlegen, wie groß sind denn die drei? Wenn ich hier drei mache, sind die zwei große Fenster drin. Das sind mittelgroße. Die sind bloß 1,5 jeweils breit. Das schaut doch ganz schick aus. Dann von hier wieder ein Abstand. Dann kriegen wir nicht ein paar Fenster rein, dann ist es ein bisschen luftiger und die Leute können rausschauen. Wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Lass mal die Zeit währenddessen weiterlaufen. Hier brauchen wir natürlich jetzt dann wieder Sitzplätze. Zwei weg vom Rand.
Das wird jetzt erst schon passen. Overcrowded sollte es jetzt eher, wenn nicht sein. So. Aktuell scheinen wir ja noch relativ gut voranzukommen. Also von daher. Ich werde jetzt mal was probieren. Schauen wir mal, wie schick das ausschaut. Ist jetzt halt alles nur Spielerei, aber vielleicht schaut das ja ganz gut aus. Immerhin sollen die relativ dick verpackt sein, sagen wir es so. Und dann nehmen wir den. Viel breit. So. Es hält sich ja so oder so keiner dran am Ende. Trotzdem kann man es ja probieren. Einigermaßen schickes Design irgendwie herzukriegen. Alter, das schaut übel aus. Da hätte ich die wahrscheinlich besser mittig platzieren müssen oder sowas, dann wäre das schöner gewesen. Aber ja, fürs Erste. Dann schalten wir dich jetzt an. Du bist ja auch schon überall verkabelt. Du bist auch schon überall verkabelt. Warum ist der jetzt noch off? Objekt deaktiviert. Ich habe dich doch aktiviert. Er sagt, warum sagt er denn jetzt Objekt deaktiviert? Hm? Hä? Also irgendwie sind die alle nicht happy. Was beschädigt denn? Ist es die, die sich im Hangar befindet? Ne, hier befindet sich keine mehr. Warum ist das Objekt angeblich deaktiviert, wenn es aktiv ist? Wurde für den Flugplan schon das neue... Nee, aber die sind bald in Verwendung. Dann sollte das auch alles wieder gut ausschauen. Was für Tanker verwenden denn die? Jet A1. Dann gehen wir jetzt mal hier unter Fahrzeuge. Kaufen für Jet A1. Was ist der Unterschied zwischen den zwei hier? Außer, dass das Ding mehr kostet. Das ist sozusagen... Ja, dann bestellen wir mal von denen hier 5 Stück. Nochmal 3 mit dem hier. 2 von dem. Raumflugzeuge? Ne, das brauchen wir noch nicht. A3 von euch können wir nochmal bestellen. Davon bestellen wir nochmal 3 und davon bestellen wir auch nochmal 3. Wir haben auf jeden Fall hier noch einige Parkplätze. Von daher sollte es hoffentlich passen. Ein neues Produkt ist angekommen, jetzt wird dann gleich eine fette Lieferung hier reinfahren. Okay, irgendwie sind die leicht verwirrt, habe ich das Gefühl. Hier sind schon ein paar drin.
Ah, hier warten schon die ersten Leute. Cool. Ah, angeblich ist das Ding ja deaktiviert. Okay, dann ist das nur ein Buggy-Bug. Gut, jetzt heißt es wieder Terminal erweitern. Wie kostet das? 400.000. Wie gesagt, wir wollen so viel Geld wie möglich aus diesem kleinen Gebiet hier raus schlagen. Man muss natürlich gucken, dass das so gut wie möglich auch funktioniert. Da schon Gepäckabgabestation. So, wenn man das hier so macht. Hier auch so. Muss dann halt den alle die neue Verladestation anpreisen, sozusagen. Aber dafür haben wir ja Zeit. So, hier müssen wir jetzt noch neue Mauern einsetzen, weil die wurden ja natürlich durchbrochen. So. Der wartet nur noch ein Pullback. Der dann. Jetzt geht es ja schon richtig ab. Wahnsinn. Und da somit sollte natürlich dann auch mehr Geld in unsere Kassen gespült werden, hoffentlich. Wenn da und große Flugzeuge starten, landen. Ramp Agents haben wir zu wenig und Sicherheitsbeauftragte und Fluggastbetreuer sind auch ausgeglichen. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal in den Shop. Personal. Einstellen. Also, wir brauchen Sicherheitsbeauftragte und ein paar Ramp Agents. Ah, jetzt habe ich eine billige Variante gekauft. Scheiße. Anstellen. Hä, was? Ah, Sicherheitsbeamter, das ist gut. Oh, eine gute, das ist gut. Sicherheitsbeamter, noch ein Rape Engine, noch ein Sicherheitsbeauftragter. Und Fluggastbetreuer gleich von auch ein bisschen Mangelware. Sicherheitsbeamte sind meistens knapp. Sicherheitsbeauftragter. Hier auch nochmal. Du wirst angenommen. Fluggastbetreuer. So. Ah. Dann filtert ihr mir mal so runter schön. Fluggastbetreuer haben wir hier noch einen guten. Schön. Dann sollte jetzt unsere Mitarbeiterschaft... Ramp Agents immer noch. Holy shit, okay. Na, schauen wir mal. Jetzt sollten ja langsam die hier, ja. Also sehe ich schon wieder ein neues Problem. Irgendwie scheinen hier zwischen noch die Icons nicht zu verschwinden. Hier ist auch noch das Icon. Ist beschädigt und kann keinen eigenen Hangar für Reparaturen finden. Reparaturen sind für Abflug erforderlich. Schauen wir mal, jetzt müssen die hier alles machen, weil dann können wir hier noch die 3 bauen. Und dann rein theoretisch die 5. Und können halt so auch relativ gut alles durchführen noch, ne? Vielleicht können wir dann hier hinten eine Enteisungsanlage auch bauen für den Winter. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Müssen jetzt nicht ein paar große Flieger landen, kommen wieder? Ja, sind schon wieder auf dem Weg. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr euch habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Flughafen noch um einiges vergrößern. Also, bis dann. Ciao.